Limbo Klippen, um den seltenen, was? Adlerfedern für Wonga zu finden? Was? Okay, das ist, glaube ich, schon die Mission. Da müssen wir erstmal hier erklimmen, die Klippen. So. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein. Was stand da gerade? Ach, ich esse mal ein bisschen was. Okay, ich kann mich ein bisschen schwingen. Gott sei Dank hat das geklappt. So. Okay, das klappt wunderbar. Das funktioniert. So, jetzt nochmal hier rauf. Wir haben Checkpoint erreicht. Seltene Adler. Oh, okay, da oben fliegt schon ein Adler. Hab schon gesehen. Ich glaube, da brauchen wir auch den Bogen für. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Erst nach oben? Ich schaue mir nochmal eben um. So. Hey, da sind mehrere Federn. Hey, da waren mehrere Federn. Wie nur eine? Verstehe ich nicht. Uah, was? Uah, lass das. Aua, lass das. Aua. Ah. Okay, wenn ihr es so wollt, könnt ihr es gerne haben. Oh, und jetzt wird auch noch Nacht. Ich fasse es nicht. Greifen die mich jetzt an? Ach, da oben sind auch noch. Ah, wir müssen, glaube ich, zu den Nestern. Kann das sein? Okay, dann werden wir mal hier rüber. Was? Ich hing fest. Es tut mir leid. Ich hing fest. Ich konnte nichts machen. Und dann springt er auf einmal nach rechts weg. Der ist doch verrückt, ist der doch. Okay, jetzt müssen wir wieder nach oben kommen. Das war aber jetzt echt ein krasser Bug. Ich glaube, ich heile mich nochmal jetzt ein bisschen. Deutlich besser. Oh, hier ist eine Höhle. Moment. Okay, sollte vielleicht... Okay. Eine Schlange. Ich höre noch eine Schlange. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen. So, okay, dann haben wir wenigstens hier schon mal ein bisschen nachgeschaut in der Höhle. Das war da nicht, was war das hier? Achso, Pfeil anzünden. So, dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, warum die Sterne so funkeln, wenn man sich umguckt. Das ist irgendwie auch merkwürdig. So, dann gehen wir mal hier rauf. In der Hoffnung, dass wir oben noch ein paar Nester finden. Uah, was? Alter, das gibt's doch nicht. Lass das sein. Aua. Hör auf damit, hab ich dir gesagt. Wie viel gibt's denn davon? Da ist eins. Da müssen wir auch gleich einfach nur so einen Adler einfach nur erledigen. Oh Gott. Oh Gott. Uah, lass. Aua, lass das. Wo ist er denn? Um Gottes Willen. Oh Gott. Wie komme ich denn hin? Um Gottes Willen. Das war knapp. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Jawohl, das haben wir. So, wie geht's weiter? Ah, hier. Cool. So. Alle hopp, hier rauf. Und dann mal schauen, wo wir noch ein Nest finden. Da oben ist noch ein Nest. Aber da ist noch eins. Wow, das gibt's doch nicht. Ich heile mich nochmal eben. Ich glaube, der eine Adler ist gerade davor geflogen, vor dieser Statue. Nein, lass das! Aua! Uah, uah, uah.
Sollte hier schleunigst verschwinden. Aua! Wieso habe ich einen Pfeil im Arm stecken? Schießen die Adler jetzt mit Pfeile? Spring ins Wasser. Ich muss doch gucken, wo das Wasser ist. War das hier? Ah, aua, aua, aua! Aua! Geh weg, lass mich. Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah! Der Urus-Gipfel. Abgeschlossen. Sauber. Feier ich jetzt. Haben wir geschafft, sehr schön. Damit. Lass das. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fleisch und alles. Und so. Und, ja. War hier nicht noch ein anderes Tier am Liegen? Ach, hier. Eine Ziege. Die hat der Wolf gerade erlegt. Überall diese Fliegen immer. So, und wir haben wieder Nacht. Ich würde gerne... Uah! Haut ab. Lass mich. Lass mich. Ciao. Aua. Ja, jetzt haust du ab, ne? Drecksackwolf. Drecksackfeigewolf. Feige Sauwolf. So. Aua. Hör auf damit. Hau bloß ab. So. Mal kurz heilen. Bisschen Alderholz mehr. Haben wir denn eigentlich soweit? Wir haben soweit alles, ne? Vielleicht nochmal doch noch ein bisschen mitnehmen, falls wir mal eine Reserve müssen haben. Okay, Tasche bereits voll. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Wir haben die Mission abgeschlossen. Das heißt, wir können theoretischerweise eigentlich zurück zum Dorf. Na. Denn da können wir die Federn abgeben für unseren... Ja, für unseren Handwerker. Der uns aus diesen Federn vielleicht was Besonderes bastelt. Da müssen wir mal schauen. Würde ich mich jetzt sehr freuen drüber. So. So, kleinen Moment. So. Da ist ja das Pünktchen, das Missionspünktchen. Dann können wir jetzt mal da hingehen. Sehr schön. So. My God! Hey! Chuanta Draubarsch, Micharm Hadarsch, na Charm Bujakam, ma Chuanta Jakam, Udam Gwarz, Chuanta Sakman Ninja. Und now a Winja Chuanta Dungeon! Er baut ein neues. Hä? Okay, wofür haben wir denn dann die. Okay, jetzt müssen wir noch. Achso, die Federn sind dann wahrscheinlich. Entschuldigung, wahrscheinlich auch für den Totem. Also mal gucken, wo wir dann. Ah, das wäre hier. Das können wir mal machen. Dann gehen wir am besten direkt mit dem Schnellreise nach hier. Dann sind wir da schneller unterwegs. Ja, die Ladezeiten gehen eigentlich, also da kann man jetzt eigentlich so generell nicht meckern. Also da habe ich schon Spiele gesehen, die schlimmer sind. Und die Leute, die sich jetzt vielleicht sagen, ich schnack doch die Ladezeiten raus. Aber ich sag mal, Fallout zum Beispiel hat ja viel längere Ladezeiten. Da müsste man das, glaube ich, auch rausschneiden. Aber hier lasse ich die eigentlich mal drin. Und ich bin sowieso kein Freund von Sachen, der was rausschneidet, wenn es, sag ich mal, lustige Sachen sind oder irgendwie so Sachen, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt bei mir, jetzt, wie gesagt, das mit dem Telefon oder mit der Tür klingeln. Ich lasse es einfach drin. Mein Gott, das ist so. So. Dann gucken wir mal. Da liegt Fleisch. Klauen wir ihm mal. Haha. Du wirst elendig verhungern. So. So. Taka, takata, taka, takata. Komm ich hier. Ach, ist das so eine gute Idee?
Ich, Tarzan, du, Jane, wir gehen in den Dschungel. Dort kann uns keiner sehen. Dort machen wir Bum-Bum. Dort machen wir Bum-Bum. Das hält den Tarzan-Jungen. Kennt das eigentlich noch einer, diesen Song? So. Soweit haben wir es. Ciao. Vielleicht sollte ich gleich einfach mal meinen Kumpan rufen. Das mache ich mal eben. Hey, da lief gerade ein Elch an uns vorbei oder ein Hirsch. So, da ist er wieder. Ja, ist ja, ja. Ist ja gut, ja. Der Narbenbär. Sollte mal Nasenbär werden, aber der heißt jetzt Narbenbär. So. Das verlorene Totem. So, wir haben die Mission angenommen. Markiere die Totemplünderer und verfolge sie. Oh Gott. Wir dürfen uns wahrscheinlich dann auch nicht sehen lassen. Oh. Da ist er. Wir müssen uns verfolgen und wir dürfen uns mit Sicherheit nicht sehen lassen. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Scheiße, ich muss sie töten. Hinterher! Na, plündern. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der andere ist da hinten. Okay. So, Bestienkill. Ich hoffe jetzt, unser Bär kommt mit. Ist ein bisschen hektisch jetzt. Ist ein bisschen komisch gestartet, weil die mich schon gesehen hat. Ich hätte es ein bisschen anders angehen sollen. Den kriegen wir. Ich hetze den Bären einfach auf ihn und dann passt das schon. Yeah. Sauber. Mach ihn alle. Mach ihn alle. Jawohl. Sauber. Bitte was? Bis. Ah, oh, was? Hilfe. Einfach auf die Rübe. Du auch. So. Wo war der Typ jetzt? Wo ist denn, Ach, der ist da runtergefallen. Um Gottes Willen. Ich heil mal eben unseren Bären. Besser ist das. So. Und dann haben wir eigentlich schon... Die Plünderer haben wir schon... Jawohl. Sehr schön. Das verlorene Totem abgeschlossen. Okay, die Mission war jetzt nicht so schwer. Aber nun gut. Hier haben wir da einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ich spare mir die wieder so ein bisschen. Müssen wir mal wieder ein bisschen mehr haben. Okay, können wir denn... Ich bin gerade überlegen, ob wir noch eine weitere Mission machen. Wenn wir schon hier auf Missionstour sind. Wir gehen mal zu ihm hier oben. Pass auf, dann gehen wir mal in die Winterlandschaft und machen mal die Mission, weil dann haben wir zwei Missionen auf einmal mit einer Fliegenklappe geschlagen quasi. Und ja. Aber ich wollte ja sowieso mal wieder ein paar mehr Missionen machen. So, wir müssen dahin. Ich rüste mal den... wir können wieder Bienenschwarm machen, sehr schön. Das rüste ich aus, den Bienenschwarm, ein Speer und den Bogen. Genau. So. Ich werde mal versuchen, die Höhle irgendwie zu verlassen, damit wir zum Wegpunkt kommen. Oder kommen wir hier irgendwie raus? Ich weiß es gar nicht. Gibt es hier vielleicht einen Ausgang? Ich schau nochmal. Hier ist eine Höhle zum Schlafen. Ist das so? Nee. Vielleicht da oben lang. Klettert doch hoch. Manchmal will er nicht. Manchmal denkt er sich auch, nö, ich kletter nicht. Nö. Kannst mich mal. Keine Lust.
So. Ich hoffe, wir kommen hier... Ich hoffe, wir kommen hier raus. Sehr schön. So. Natürlich kommt jetzt die Kälte. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, was es angeht, da hinzukommen. Da ist unser Bär wieder. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie das im Survival-Modus ist mit der Kälte. Die wird ja wahrscheinlich auch rapide runtergehen. Vor allem noch schneller. Okay, der Weg ist da oben. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwie auf dem Berg ist. Aber wir sind gut unterwegs. Und wir können uns ja dann auch neue Klamotten bauen, wenn wir, glaube ich, die Mission abgeschlossen haben. Glaube ich zumindest, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Na, komm mit. Lass mal den Bären in Ruhe. Das war so klar, dass es oben auf dem Berg ist. Nordschwarzstein nehmen wir mit. Sehr schön. Ich habe keine Lust, angegriffen zu werden. Jetzt müssen wir tatsächlich um den Berg rumlaufen. Verdammt. Aber wenn wir schon einmal hier sind, können wir den Nordschwarzstein schon mitnehmen. Es liegt ja quasi auf dem Weg. Aber wie cool das ist mit der Schneelandschaft. Finde ich total klasse. Feier ich. Dass da so ein paar andere Vegetationen drin sind. Da oben ist schon die Mission. Dann schauen wir mal. Gleich da. Boah, wie geil. Höhle der gefrorenen Messer. Oh Gott. Das klingt einladend. Einladend und spannend. Auge um Auge. Erreiche Karosch in Mocks Höhle. Ich glaube nicht, dass wir... War klar, dass wir hier nicht alleine sein werden. Ah, okay. Problem nur. Es ist kalt und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Das heißt, wenn wir hier uns nicht beeilen, erfrieren wir. Den schnappe ich mir jetzt. Warte mal, pass auf. Wo ist der schon mal weg? Da links müsste auch noch einer sein. Komm, Takedown. Jawohl. Sehr schön. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen konzentriert, was der macht. Da unten läuft jemand rum. Der hat uns Gott sei Dank noch nicht gesehen. Ich versuche mal so einen Bienenschwarm zu werfen. Warte mal. Okay, der Bienenschwamm funktioniert schon mal super. Das ist klasse. Es wird nur ganz schön... Wow, was? Wer hat uns da gesehen? Wer? Okay, der ist... Alter, was ist das denn? Da müssen wir rein? Oh Gott. Oh Gott, komme ich da... Nee, das riskiere ich lieber nicht. Wow, was? Boah, lieber schnell heilen, bevor wir abnippeln. Okay, wir müssen da irgendwie rauf. Versuch. Ah, hier ist die Höhle. Okay, die Höhle haben wir schon mal erreicht. Sehr schön. Da wird uns auch direkt wärmer, auch hier am Feuer. Man sieht es an der Anzeige. Jetzt bleibe ich erstmal ein bisschen hier. So. Wir können ja eigentlich auch mal ein bisschen uns hier vor diesem Gift schützen. Warte mal, ich schau mal eben. Wo haben wir das denn mit dem Gegengift? Feuerfest? Gegengift? Ja, was? Ich nutze das mal. Weil dann haben wir nämlich ein bisschen was für diese Giftbomben, die die haben. Ach, da ist er ja. Da müssen wir hin. Hey! Weißt du eigentlich, dass du Gegner vor der Haustür hast?
Hi, Mark. Mark. Hi, mi brashtar. Bal, ja oder ta, Mark? Mata malsa. Mark, supima, washta. Suada. Ugwam, Brashtar. Hai, Guspa. Misushnu yaugam. Nai, Garush. Winjati, mana.